Ein Hallo und willkommen zum Tag der offenen Tür. Mal im Ernst, ich wünsche euch viel Spaß, geht los. Du spinnst doch, ey. Unglaublich. Und ob er uns wegen der nicht einsehbaren Kurve nicht gesehen hat oder ob er uns gesehen hat und gedacht hat, oh, egal, passt schon. Ja, beide Varianten sind nicht gesund. Aber Stichwort nicht sehen. Nichts sehen und trotzdem fahren. In jeder Dashcam-Folge haben wir das doch mindestens einmal und ich verstehe es einfach nicht. Noch besser wird's aber, wenn... Na, seht selbst. Der kriegt ja gar nichts mit. Ja. Der hat's ja nicht mal gehört, der hat nicht mal geguckt. Nee. Wenn man erst gar nicht guckt, kommt schließlich ja auch kein Verkehr. Zack, so leicht lassen sich alle Vorfahrtsprobleme der Welt lösen. Ja, und nach mir die Sintflut. Aber setzen wir nochmal einen drauf, hier ist selbst die Verwirrung verwirrt. Grüne Ampel, da kann ja eigentlich nie wirklich was passieren. Eigentlich. Wo auch immer die Radfahrer hierher kommen und vor allem wo die hinwollen, also das ist mir echt mal wieder zu hoch. Und ja, es ist... Alter, du stehst auf der Straße! Meine Güte, ey! Der steht, ach da an, sein Auto auf der zweispurigen Straße, neben sein Auto, spielt dann sein Handy rum. Also, Sachen gibt's, ne. Hier ist Tempo 100 erlaubt. Petersen ist tot. Fällt er starb im Alter von 81 Jahren an Krebs, teilte seine Assistentin der deutschen Presseagentur mit. Petersen produzierte unzählige Hollywood-Filme wie Das Boot, Air Force One und Troja. Alter, fahr weiter! Weiterfahren ist natürlich keine Option, die Abfahrt muss man bekommen, sonst geht die Welt unter. Und so verständlich natürlich das Hupen hier ist, die Kollegen auf dem Parkplatz sind jetzt natürlich alle wach. Ich denke, bei solchen Blitzbieren hier, da ist sowieso Hoffen und Malz verloren. Daher nix wie weg zur nächsten Abfahrt. Und das ist auch nicht besser. Ja, und erstmal eiskalt die Vorfahrt genommen. Das habe ich jetzt auch gehört. Da fährt man schon so ein kleines, übersichtliches Auto und guckt trotzdem nicht. Also, was bisschen passiert bei dir immer sowas? Das war gerade echt verdammt knapp. Ja. Hier gucken wir jetzt aber, denkt sich unser Vordermann zumindest, aber nur zur Seite, um zu sehen, ob Verkehr kommt. Stoppschild, Haltelinie, Verkehr vor sich, ach, das war dann wohl nichts. Alles klar, erstmal über die Linksabbiegerspur, über die rote Ampel überholen. Aber mit Linksabbiegern kennt sich Einsender MX-30 auf jeden Fall aus. Die biegen normal ab, der wendet auch. Und der, es ist mir einfach ein völliges Rätsel, wie sowas hier passieren kann. Also Route History, ja, kann man in diesem Fall sagen. Aber hier ist es ähnlich. Ich meine, wo wollte der eigentlich hier hin? Wobei, ich glaube, er weiß immer noch nicht, wo er eigentlich hin will. What the f***? Aber Linksabbiegerspuren sind halt auch echt kompliziert. Wenn sie zweispurig sind. Alter! Hey! Jetzt offensichtlich auch nicht besser. Was ist denn los mit dir? Kreuzgrutze, fix noch einmal! Also, wenn ich dir jetzt sagen kann, ich. Ein Kohlschuld nicht gehabt. Oder ich fände es und dachte direkt schon nichts. Das ist ein Parkplatz, Mädel. Und ja, an Parkplatzausfahrten oder Grundstücksausfahrten, an Ausfahrten aus Fußgängerzonen oder verkehrsberuhigten Bereichen, da gilt tatsächlich kein Rechts von links. Das hier sieht doch mal wieder nach einer richtig guten Rettungsgasse aus. Nicht.
Und ja, da vorne fallen zwar die Fahrspuren weg, aber ihr müsst doch trotzdem bis zum Spurende eine Rettungsgasse bilden. Aber ganz im Gegenteil, die Gasse ist wirklich sofort wieder dicht, nachdem das Fahrzeug durch ist. Und jedes weitere Fahrzeug muss sich jetzt wieder von neuem hier durchkämpfen. Ach, Leute. Hier sind wir mit Oliver und seinem Mercedes Viano in Italien unterwegs. Und es scheint jetzt so, als wäre er ärgerlicherweise mit seinem Außenspiegel an diesem Golf hier hängen geblieben. Toller Mist. Aber guckt man sich das jetzt nochmal genauer an, sieht man, Alter, von wegen Außenspiegel. Der Fahrer von dem Golf schlägt unserem Einsender mit einem Boxhandschuh gegen seinen Außenspiegel. Leider ist es nicht mehr auf Video drauf, aber der Golffahrer hat uns danach gestoppt und mitgeteilt, dass wir den Außenspiegel vom Golf zerstört hätten. Ja, nee, ist klar, ey. Unser Einsender wollte ihm die Versicherungsdaten geben, der Golffahrer hingegen wollte Geld haben. Er hatte sogar schon eine Website auf dem Handy offen, dass der Außenspiegel 420 Euro koste. Und Leute, hier schrillen natürlich zu Hause bequem vom Sofa schon alle Alarmglocken. Aber wie ist in so einer Situation halt komplett kalt erwischt, wie unser Einsender dann noch im Ausland in einer Situation, wo du überhaupt keine Zeit hast, die mussten hier noch die Fähre erwischen, dann wirst du unter Druck gesetzt und unser Einsender hat dann tatsächlich auch bezahlt, nicht die 420 Euro, sondern 220 Euro und das ist natürlich rückblickend einfach komplett falsch. An der Fähre haben sie dann noch einen Wohnmobilbesitzer getroffen, dem exakt das gleiche passiert war, die hatten 300 Euro gezahlt. Drum Leute, wenn ihr euch nicht absolut todsicher seid, zahlt nie irgendwem was im Bar, zumal in diesem Fall der Unfall tatsächlich nicht mal möglich war. Unser Einsender sagt, der Außenspiegel seines Vianos hätte den Außenspiegel gar nicht treffen können, weil das schlichtweg von der Höhe schon gar nicht passt. Also wenn ein Unfallgegner Versicherungsdaten ablehnt und Bargeld haben will, alle Alarmglocken an, im Zweifel immer die Polizei hinzuziehen. Und vor allem, wir hätten ja sogar noch die Dashcam-Aufnahme gehabt, wo man es hätte sehen können, dass es nicht so war. Ob unser Einsender das im Stress hier vielleicht einfach komplett vergessen hat? Hm, vielleicht. Daher auch mal noch ein wichtiger Hinweis an alle, die eine Dashcam ohne WLAN zum Beispiel haben. Ich habe in meinem Portemonnaie immer so einen kleinen Micro-SD-Karten zu USB-C-Adapter für mein Handy. Dann kann man sich im Zweifel die Aufnahmen schon mal rüberkopieren aufs Handy und auf dem Display nochmal anschauen. Die Qualität auf dem Handy-Display ist ja meist doch deutlich besser als auf so einem kleinen Display der Dashcam, zumal man auf vielen Dashcams die Videos auch gar nicht angucken kann. In meinen Augen ist das einfach ein sinnvolles Zubehör, das auch hier vielleicht hätte helfen können. Drum lasst ihr euch nicht verarschen, aber wie ihr jetzt merkt, wir sind am Ende angekommen. Wer jetzt noch Lust auf eine weitere Folge hat, links ist wie immer noch eine Auswahlmöglichkeit verlinkt. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.